Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die CDU-Fraktion hat sich konstruktiv und offen gegenüber der Umstrukturierung der Hochschullandschaft gezeigt. Aber wir haben von Anfang an klare Forderungen und Bedingungen gestellt und formuliert. Und Bedingungen, die für jedwede Umstrukturierung zwingend notwendig sind. Das ist zum einen transparente Kommunikation, dann ein klares und tragfähiges Konzept und eine solide und auskömmliche Finanzierung. Das, was von Seiten des Ministeriums bislang vorgelegt wurde, ist in jeder Hinsicht ungenügend. Auf dieser Basis lehnen wir eine Fusion mit Kaiserslautern und Landau entschieden ab. Zur Kommunikation. Von Anfang an sind gravierende Fehler gemacht worden. Um einen so großen Prozess wie eine Umstrukturierung zweier Universitäten gut zu gestalten, ist die Kommunikation und das offene Gespräch das A und O. Herr Minister, Sie haben die Entscheidung getroffen, ohne Personalvertretungen, ohne Hochschulgremien, ohne AStA-Vertretung und ohne die Vertretung der kommunalen Kräfte. Und Sie haben damit Gerüchte geschürt, Sie haben Verunsicherung und Verärgerung auch geschürt und letztendlich, habe ich letztes Mal schon gesagt gehabt, eine schlechtere Vorgehensweise konnte ich mir kaum vorstellen für diesen großen Prozess. Statt gemeinsam in einen ergebnisoffenen Diskussionsprozess einzutreten, haben Sie Misstrauen und Abwehrhaltung geschürt. Und solange das so ist, sieht die CDU-Fraktion überhaupt keine Basis, keine Grundlage für eine Fusion. Zum Konzept. In der Kleinen Anfrage von uns heißt es, dass die Landesregierung das Ziel hat, ich zitiere, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen im Land zu steigern und die Attraktivität von Rheinland-Pfalz als Studien- und Wirtschaftsstandort zu erhöhen. Ja, wie soll denn das funktionieren, wenn kein Konzept existiert, wenn konkrete Zielvorgaben fehlen, wenn die Hochschule die Entwicklung von konkreten Entscheidungsstrukturen jetzt auch noch selbst erarbeiten soll? Erst die Hochschulen aus dem Entscheidungsprozess fernhalten, aber dann sie beauftragen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. So geht es nicht. Und drittens, wichtigster Punkt, natürlich die Finanzierung. Hochschulen brauchen eine solide und sichere finanzielle Grundlage. Umso mehr, als dass ich, wenn ich nebenher noch zu dem normalen Geschäft als Hochschule auch eine Umstrukturierung noch neu schultern muss und umsetzen muss. Gebetsmühlenartig haben wir seit wirklich vielen, vielen Jahren die viel zu geringe Grundfinanzierung thematisiert. Und wir fordern erneut eine Anhebung der Grundfinanzierung und wir fordern auch erneut eine Zusage der Landesregierung, den Eigenanteil zum Hochschulpakt zu verstetigen. Absolut, wirklich absolut unverständlich ist, dass Sie für Ihr Hochschulzukunftsprogramm zum Haushalt keinerlei Vorsorge getroffen haben. Nachdem Sie dieses Feuerchen an den Universitäten entfacht haben, rufen Sie jetzt nach der Feuerwehr, die selbstverständlich für Sie immer in Berlin sitzt. Aber nein, das Bundesbildungsministerium hat auf Anfrage unseres Abgeordneten Gebhardt sehr deutlich dargestellt, dass es für eine Fusion nicht zusätzliche mehr Hochschulmittel geben wird als bislang. Sie haben also weder Vorsorge getroffen, noch eine Planungssicherheit für die Hochschulen und Universitäten. Bevor eine Umstrukturierung angegangen werden kann, müssen finanzielle und personelle Ressourcen geschaffen werden. Die müssen vorhanden sein. Und ich sage es ganz ehrlich, mit einem leeren Tank kann ich keine große Reise mit dem Auto machen. Also ich tanke vorher, bevor ich dann in Urlaub fahre. Wenn Sie das nicht tun, kommen Sie wahrscheinlich immer nur bis zur nächsten Autobahnhaltestelle, aber nie bis zum Ziel. Was ich hier kurz skizziert habe, steht in Übereinstimmung mit den Senatsbeschlüssen vor Ort, steht in Übereinstimmung mit Briefen der Betroffenen, mit Briefen von Gewerkschaften, steht im Einklang mit den Hochschulleitungen, den Personalvertretungen und den Studierendenvertretungen. Alles Geisterfahrer, Herr Minister.
Wohl kaum. Der jüngste Brief des Präsidenten der Uni Kaiserslautern bestätigt uns nochmal: Stoppen Sie Ihre verkorksten Fusionspläne, schaffen Sie ernsthafte Perspektiven für unsere Hochschulen. Danke.